Kirchenpräsident Volker Jung hat in Groß-Gerau eine iranische Familie im Kirchenasyl besucht. Das Ehepaar lebt dort mit seinem Sohn seit 3 Monaten im evangelischen Gemeindehaus. Der Vater musste wegen eines Facebook-Eintrags aus dem Iran fliehen. Dank Kirchenasyl hat die Familie jetzt eine Chance, in Deutschland zu bleiben. Das Asylverfahren läuft. In der EKHN gibt es noch 13 weitere Fälle von Kirchenasyl. Mich bewegt das sehr, dass wir es nicht hinbekommen, in Europa eine gemeinsame Flüchtlingspolitik derart zu gestalten, dass wir offen sind, Flüchtlinge aufzunehmen, Menschen in Not beizustehen. Das ist eine gesamteuropäische Aufgabe und ich würde mir sehr wünschen, dass da mehr Energie auf Seiten der Politik hinein investiert wird. Diese Kinder sind Teil von Mainz. Hand in Hand mit den Spielern vom FSV Mainz 05 sind Kinder aus Flüchtlingsheimen in die Kofas Arena eingelaufen. Organisiert hat das die ökumenische Flüchtlingshilfe Pretzenheim Marienborn. Sie will die Kinder und Familien in Mainz willkommen heißen und auf die Situation der Flüchtlinge aufmerksam machen. Für Integration sei es wichtig, dass auch Flüchtlingskinder in Vereinen mitmachten. Richard Gutjahr, Journalist und Moderator im Bayerischen Rundfunk, war im evangelischen Medienhaus. Gutjahr ist bekannt für seine Live-Eindrücke vom Tahrirplatz in Kairo während der ägyptischen Revolution. Im Medienhaus stand Gutjahr Rede und Antwort, ob Journalisten heute noch gebraucht werden und wie seine Karriere damals angefangen hat. Ich habe das ja nie geplant. Man stolpert ja da sozusagen von einer Geschichte in die nächste. Und das ist so ein bisschen tatsächlich so Zeitreise zurück so in die Welt von vor dem Internet und jetzt quasi mit Internet. Und es ist irre. Also wenn das die nächsten 10 Jahre so weitergeht, wie die letzten 10 Jahre warten, dann ist es echt anstrengend. Das komplette Redakteur im Verhör können Sie auf der Homepage der Frankfurter Hörfunkschule anhören.